¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Nos mudamos. No es cierto. Bueno, tal vez pronto, pero ahorita todavía no. Nos mudamos de estudio por el día de hoy. Y, oigan, este video siento que les va a encantar. Siento que va a ser también uno de mis favoritos del canal. Y es que hoy vamos a ir a la casa de la abuelita de mi esposo. Y ella nos va a preparar y nos va a explicar y pasar la receta de un platillo típico alemán que se llama Rinderroulade. Y es como un pedazo de carne de res con varias cosas adentro y lo enrollas y lo pones en salsa. Ay, no sé, una cosa deliciosa que es especialidad de la abuelita de mi esposo. Tengo que decir que le quedan... ¡ay, que te chupas los dedos! Entonces, hoy literalmente les vamos a pasar receta de abuelita y de abuelita alemana. Y también van a conocer a la abuelita de mi esposo. Entonces, hoy me emociona mucho el video por tanto personalmente, ¿no? Que va a estar la abuelita de mi esposo aquí. Les voy a tener, obviamente, que traducir todo el video porque vamos a hablar en alemán. Y vamos a ver qué tal mi alemán hoy y en este video. Voy a mantener una conversación. Mi alemán no es perfecto. Voy a tener algunos errores. Si saben perfectamente alemán ustedes, ténganme piedad. Vamos a hacer esta receta ya. Así que vamos a ver si esto cabe en mi auto para empezar. Y vamos a pasar rapidísimo por pepinillos que se le olvidaron a la abuelita de mi esposo. Entonces, vámonos ya, vamos para allá. ¡Sí, cupo! ¡Ay, me van a atropellar! No necesitamos carrito, vamos por una cosa. Bueno, dos. Bueno, tres. Ahora sí, ya nos vamos con la abuelita de mi esposo. Hola, ¿cómo están? Yo ya estoy aquí con Sigrid. Ella es la abuelita de mi esposo y nos va a enseñar cómo hacer este platillo típico alemán. Hallo Sigrid. Ja, hallo. Also, vielen, vielen Dank, dass du mit uns das machst und mit mir ein Video machst und uns zeigst, wie wir das machen. Also die Rouladen, die Rinderrouladen, die sind so typisch deutsch. Ja. Deutsch. Ja. Also, ja, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut und wir können auch gleich starten. Ja, ich erkläre dir jetzt, wie das so Schritt für Schritt gemacht wird, damit man das auch selber nachher mal versuchen kann. Also es sind also sechs Rouladen geschnitten vom Metzger. Ja. Das ist aus dem Rinderbug, also aus dem schöneren Stück, wo die Braten alle ausgeschnitten werden. Und da werden also die Rollladen dünn geschnitten. Und jetzt kommt so eins nach dem anderen, zeige ich, wie die Rolllade gefüllt wird. Ja, super, super. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, dann starten wir mal. Okay. Ja, wir starten jetzt erst mit dem Senf, weil das ist die unterste Schicht auf dem Fleisch. Ich zeige es jetzt mal. Also es wird dünn aufgestrichen, ganz dünn, damit es nur mal so ein bisschen Geschmack bekommt. Mit Honig, oder? Mit Honig und Mohn, also ganz fein gemahlen. Bisschen Salz, ein bisschen Salz oben drüber, nur so ein bisschen, dass es nicht zu salzig wird. Dann kommt ein bisschen Pfeffer. Dann kommen die Zwiebeln und die werden natürlich ein bisschen dünn geschnitten, damit es nicht so hart ist. Lege ich dann drauf und verteile das. Ein bisschen für Geschmack, aber ja, nicht so viel. Nicht so viel, wie jeder mag. Okay, perfekt. So, perfekt schon, ne? So, der nächste Schritt sind dann die sauren Gurken. Die legt man drei Scheibchen auf die Rolllade, das genügt meistens. Das weiß riecht man, richtig, richtig lecker. So, der nächste Schritt sind dann kleine Möhrenstifte. Die lege ich einfach auch da rein, so wie man mag. Einer mag es lieber, einer mag es weniger. Und das kann man dann machen. Petersilie, hier habe ich die schon gewaschen. Und nur so ein bisschen, das ist nur für den Geschmack, der Frische. Also nur ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Nur ein klein bisschen. So, dann habe ich noch hier den Bacon-Schinken, damit es ein bisschen saftig ist und noch mehr Geschmack kriegt das Ganze, kommt der Schinken einfach oben drauf rein. Jetzt wird es gerollt. Einfach schön rollen. Und dann nimmt man so eine Nadel und sticht es da rein.
wenn eine nicht reißt, weil da ein Loch war, dann nimmt man eine zweite, damit das zusammenhält. So. Wow. So ist es dann nachher fertig. Ich zeige wow, es nochmal. Ich nehme immer ein Sonnenblumenöl, das zum Anbraten, ein bisschen in die Pfanne. Dann habe ich dann noch eine Brühe gekocht und dann fülle ich damit nachher die Soße auf. Ah, okay. Ja. Und was noch in die Soße kommt, ein paar Wacholderbeeren, auch nur für den Geschmack. Wacholderbeeren, das sind die Wacholderbeeren. Okay, wie schmecken die? Ja, probier mal, das kannst du so essen. Kannst ja, du so essen? Ja, die kannst du so essen. Kau mal drauf und dann, wenn du es nicht magst, spuckst du es aus. Okay. Und das ist, nehme ich immer für die Suppe. Das ist wieder ein anderes Gewürz. Riech mal, das ist wieder ganz anders. Mm, ja. Ne, das kennst du. Ja, das kenne ich. Piment, ja. Das ist Piment und das ist Wacholder. Also die schmecken mal, diese, ja. Nee, ich eigentlich mag es. Ja. Also es ist wie ein bisschen süß. Ja, wie ein bisschen süß. Wie Beeren. Da, das nimmt man auch immer für Wild, wenn man Wild brät. Fast gebräunt. Ja, hat sich ja umgedreht. So. Und jetzt sind die andere Seite auch gebraunt. Ja, auch gebraunt. Ja. Wenn die Rolladen gebräunt sind, dann nehme ich die raus, lege sie auf die Schale und dann kommt Zwiebel, Knoblauch und Möhren und Sellerie. Ah, immer noch ein bisschen geräucherten Schinken da hinein. Miren, eso yo no lo sabía. Eso es realmente secreto de la abuela. Así que poner, ich sage, dass das ist richtig. Also das wusste ich nicht und das habe ich nie auf einem Rezept gesehen. Nee, also diese ja. Schinken. Ja. Ja. Also ja, das ist richtig eine. Das ist ein Geheimtipp. Genau, genau. Wow. Ein bisschen Ketchup rein, aber nicht viel. Ein bisschen mache ich immer rein, ganz bisschen Geschmack. Ein bisschen süß. Ja, und dann natürlich ein Rotwein. Das ist ein Spätburgunder Rotwein trocken. Einen guten Schuss. Und dann kommt noch diese Beeren. Ja, jetzt kommen noch die Lorbeerblätter rein, zwei Lorbeerblätter. Und ich habe mal 6 Wacholderbeeren. Die lege ich auch einfach hinein. Am Schluss wird ja die ganze Soße durchgesiebt und dann ist ja alles nachher aus der Soße heraus. Das stelle ich jetzt kleiner. Jetzt stelle ich es kleiner. Muss aber noch ein bisschen Salz rein. Oh, ja, so lecker. So. Ne, du hast jetzt schon die Grundwürze, hast du jetzt schon. Ne, das schmeckt ist, so lecker schon. Ja, das ist, also ich mache dann noch ein bisschen Salz hinein. 1,5 bis 2 Stunden. So, jetzt kochen wir Spitzkohl dazu. Auch ein typisch deutsches Gemüse. Und das zeige ich mal, wie es gemacht wird. Mit Spitzkohl, also alles eigentlich mit Kohl, Rotkohl, Spitzkohl, Weißkohl, Sauerkraut, ja, alles ist, finde ich, typisch deutsch. Ja, typisch deutsch. Ich habe auch Öl genommen und jetzt kommt das geschnittene Gemüse hinein. Das ist nicht so viel Arbeit. Ja, ja. Eigentlich nicht. Ich dachte, dass es war viel mehr Arbeit. Also wenn du siehst diese Roulade, du sagst, boah, das ist viel Arbeit und viele Sachen da drin. Aber wenn man sich alles hinlegt und dann einfach sagt, ja, geschmacklich soll es so und so. Ja. Ne? Und wichtig sind die Gurken. Ja, das gibt das Geschmack. Und deswegen
Die muss man haben. Ah, ich habe gelesen, ich habe einmal auch ein Rezept, geguckt. Und die hatten auch Pflaumen. Ja, Pflaumen. Ja, wenn man das mag, kann man damit spielen. Ja. Aprikosen. Aprikosen auch gut. Ah. Kann man auch. Zu Schweinefleisch. Ja. Du kannst auch Rollladen mit Schweinefleisch. Mit Schweinefleisch? Ja, mit Schnitzel. Ah. Lässt man sich dann dünn schneiden. Jetzt mache ich die Salz drüber. Dann dreht man es wieder um. Es darf also nicht braun werden. Ein Becher Sahne drauf. Noch ein klein bisschen von der Gemüsebrühe drüber. Lassen wir das Ganze ein bisschen kochen. Listo! Vielen Dank, dass du das uns gezeigt hast und also das Geheimnisse und alles auch gezeigt hast. Also ja. Das, ich glaube, die finden das super. Ja. Also vielen Dank. Ja, ich wünsche viel Erfolg beim Kochen und Ausprobieren. Wie gesagt, der Geschmack, der eigene Geschmack ist wichtig, dass man das auch variiert und nicht streng nach Rezept arbeitet, sondern einfach vom Geschmack das Schön, was man gerne von eigenes Geschmack. Ja, eigenen Geschmack entwickeln. Und viel Erfolg dabei und guten Appetit. Ah, danke schön. Bueno, ahorita los roulades necesitan como unas dos horas mínimo que se queden ahí cocinando a fuego muy bajito. Entonces, mientras yo me voy a ir a hacer unos pendientes que tengo que hacer y pues al ratito vamos a venir, va a venir también mi esposo, mis niñas, aquí nos vamos a encontrar toda la familia en un ratito. Entonces, y ahí les voy a mostrar cómo quedan los roulades, cómo queda también esta col, esta Spitzkohl que le llaman, que yo creo que es col rizada para nosotros. Siempre sabe delicioso lo que cocina la abuelita de mi esposo, la verdad, desde que lo probé, y eso que todavía no he estado pues cocinándose la salsa, pero desde ahí les juro, o sea, mis papilas gustativas creo que sí, bailaron desde ese momento. Entonces, ay, ya se me está haciendo agua en la boca. Pues bueno, entonces ahorita nos vemos, voy a hacer los pendientes y ahorita regresamos a casa de la abuelita de mi esposo. Ok, vámonos. Ok, pues ligero cambio de planes. Ya hice mis pendientes y ya es casi hora de ir con la abuelita de mi esposo. Pero terminé mis pendientes antes de lo pensado. Vine a la casa otra vez. Ahora sí, dije voy a subir una vez las cosas de regreso. Y ahí está el perrito, ya nos está recibiendo. Sí, entonces ahorita vamos a regresar, pero vamos a regresar todos juntos. ¿Cómo? Sí, papi. ¿Esperamos a papi? Ya están listas, así que las vamos a ver. Así que wow. Dazu nehmen wir die Rollladen noch mal aus der Pfanne. So, die sehen aber gut aus. Super aus. Sehen aber auch wow aus, ja. Dann sind wir gleich fertig. Kartoffelstärkemehl. Jetzt kommt dann noch ein bisschen Kartoffelstärke, die angerührt ist. Perfekt, ne? Super. Ja. Lecker. Schmeckt lecker? So lecker. Sehr, sehr lecker. Schmeckt deutsch? Mhm. Typisch deutsch. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme en este video tan especial, porque pues como les digo, fue algo muy bonito para mí tener a la abuelita de mi esposo con nosotros en el video, algo muy personal. Yo a ella la quiero muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, fue algo muy especial para mí que ella quisiera explicarles cómo se hace, cómo se prepara este platillo típico, típico, típico alemán. Realmente es como súper típico alemán. Entonces, ahora ya lo saben, hasta con secretos de la abuelita y todo.
todo. Si quieren ver más videos de este estilo donde muestre algo con más cosas típicas alemanas, no sé, déjenmelo en los comentarios o mándenme también un mensaje a mi Instagram, que lo dejo aquí abajito y en la cajita de descripción. Yo ya me voy por ahora porque ya mis niñas se quieren ir a la casa y ya están un poquito cansadas, entonces ya nos vamos para allá. Si les gusta este canal, si les gustan los videos, por favor compartan los videos, denles muchísimo amor y yo los veo el próximo domingo en el siguiente video. Chao, chao.